Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Haus des Meeres, Freundinnen und Freunde. Wieder einmal möchte ich mich direkt an Sie wenden und um Ihre Hilfe bitten. Der zweite Corona-Lockdown hat uns wieder fest im Griff. Ob es Kompensationszahlungen für den Zoo geben wird, das ist völlig in Schwebe. Bei unserem Restaurant am Dach, da hieß es groß, ja, 80% des Vorjahresmonats bekommt ihr. Wir hatten im November 2019 geschlossen. 80% von nichts ist dann nichts. Da versuchen wir noch irgendwelche Lösungen zu finden. Aber nichtsdestotrotz, parallel laufen Futterkosten weiter, laufen Energiekosten weiter und natürlich kann ich gerade im Tierpflegebereich die handelnden Personen nicht in Kurzarbeit schicken. Die Tiere brauchen diese Pflege. Und daher bitte ich Sie wieder, wie schon beim ersten Lockdown, um Ihre Hilfe, um Ihre Spende. Das hat uns beim ersten Mal sehr über die Runden geholfen. Sie können auch uns unterstützen, indem Sie Online-Tickets kaufen. Kaufen Sie jetzt ein Ticket, das Geld haben wir sofort zur Verfügung. Sie kommen zu einem späteren Zeitpunkt und müssen sich dann auch nicht anstellen, denn mit Online-Tickets haben Sie eine Fastlane. Und solange wir geschlossen haben, können Sie uns auf den diversen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook verfolgen. Unsere Webcams übertragen live aus einigen Aquarien und ich werde Ihnen auf diesem Wege wieder einige ganz besondere Tiere vorstellen. Und den Anfang, den machen wir heute mit Nemo. Nemo, oder eigentlich heißt er ja Orange Ringel Anemonenfisch, war schon immer ein Star, auch schon vor dem Film. Der hat so viele Besonderheiten. Eine davon ist die Sozialstruktur. Diese Fische leben entweder als Pärchen oder als kleine Gruppe immer in einer Anemone. Das größte Tier ist stets das Weibchen. Und dieses lebt mit einem oder mit mehreren Männchen gemeinsam. Das Beste an der Geschichte kommt noch. Wenn das Weibchen stirbt, dann wandelt sich das stärkste Männchen zum Weibchen. Das ist unter Fischen jetzt nichts Besonderes, für uns als Säugetiere natürlich schon. Aber das wird unter Anführungszeichen sehr einfach gesteuert. Und was sie sind, das bestimmt die soziale Stellung. Das Weibchen ist stets das größte Tier und macht nichts anderes als alle anderen zu unterdrücken. Und alle, die unterdrückt sind, sind Männchen. Die zweite Besonderheit der Nemos ist, dass sie in einer Symbiose leben, in einer Lebensgemeinschaft zum gegenseitigen Nutzen mit einer Anemone. Die Anemone, eine Verwandte der Qualle, könnte nesteln. Wenn wir in die Anemone hineingreifen, dann tut das höllisch weh. Der Anemonenfisch ist über eine spezielle Schleimschicht geschützt. Das heißt, für den Nemo stellt die Anemone den perfekten Zufluchtsort dar. Da kann kein Fressfeind nach. Aber was hat die Anemone davon? Lustigerweise genau das Gleiche. Es gibt Fischarten, wie zum Beispiel manche Kaiserfische, manche Schmetterlingsfische, die können an Anemonen knabbern, denen macht das Nesselgift nichts. Aber sie würden nie einen Nemo fressen, dafür ist das Maul zu klein. Das heißt, wenn so ein Anemonenfeind kommt, dann stellen sich die Nemos richtig und vertreiben diesen Fressfeind. Also jeder der beiden zieht aus dieser Lebensgemeinschaft seinen Vorteil.